Was ist Itikaf? Die wörtliche Bedeutung von Itikaf ist, sich irgendwo einzuschließen oder zu verweilen. In der islamischen Terminologie bedeutet Itikaf, mit der Absicht der Andacht Gottes in der Moschee zu verweilen und dabei zu fasten. Im letzten Teil des Ramazan, Itikaf zu sitzen, entspricht der Sunna des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Bezug auf das Itikaf des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, bis zu seinem Ableben war es die gängige Praxis des heiligen Propheten, dass er im letzten Teil des Ramazan Itikaf gemacht hat. Nach dem Ableben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgten die Ehefrauen dieser Sunna. Diejenigen, die das Lailatul Qadr suchen, denen gab der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Anweisung, dass sie im letzten Teil des Ramazan des Itikaf sitzen sollen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte hierzu: Mir wurde gesagt, dass das Lailatul Qadr im letzten Teil des Ramazan zu finden sei. Derjenige von euch, der Itikaf machen möchte, sollte in diesem letzten Teil Itikaf machen. Die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen ebenfalls dieser Sunna nach und machten mit ihm Itikaf.